Denn mit drei Kindern ist es oftmals stressig. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte, ich nehme euch heute wieder mit durch meinen Mama-Alltag. Diesmal gibt es kein Renovierungsvideo, diesmal gibt es kein geshopptes oder ähnliches, sondern ein ganz normaler Mama-Alltag mit uns zusammen. Ich habe trotzdem einiges vor, also meine To-Do-Liste nimmt wie immer kein Ende. Das kennt ihr wahrscheinlich als Mama, dass man da mal viel zu tun hat. Jetzt aber werde ich erstmal mit den Kindern ein bisschen spielen. Wir haben schon gefrühstückt und die Kinder haben gebadet. Wir haben uns jetzt fertig gemacht. Und dann ist es wahrscheinlich eher schon wieder soweit, dass Ella ihr Vormittagsschläfchen macht. Ich weiß nicht, wie das bei euren Kindern ist, ob die auch noch so ein Vormittagsschläfchen machen. Meistens macht sie das. Und dann eventuell, aber auch nicht jeden Tag, nachmittags nochmal eins. Aber das ist dann nicht so lange. Und in der Zeit, in der sie dann schläft, versuche ich alles zu rocken und abzuarbeiten. Natürlich nicht alles, aber so das meiste. Können wir beim Aufräumen, wenn Ella schläft? Nein. Ich will spielen. Nicht in mein Zimmer. Und nicht in Ellas Zimmer. Wie man sieht, da draußen herrscht auch immer noch das Chaos. Also die ganzen Schränke haben wir erstmal in den Flur gelagert. Also all das, was wegkommt, ist jetzt tatsächlich auch im Flur. Und das müssen wir irgendwann die nächsten Tage irgendwie rocken. Manches davon wird natürlich auch verkauft, deswegen wird es wahrscheinlich nicht so schnell weggehen. Aber wollen wir hier das Memory-Spiel spielen, Felix? Da kannst du auch Freunde und ich spielen. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Also wir haben jetzt eine Runde Memory gespielt. Ein Schneemann. Ein Schneemann mit dir. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. Ich muss noch Hasi holen. Der war nämlich hier im Wohnzimmer. Ihr hört wahrscheinlich den Drucker. Ich drucke gerade ein Retouren-Etikett aus. Ich muss nämlich noch etwas retournieren, zurückschicken. Und währenddessen Ella jetzt schläft, sitze ich an meinem Laptop und arbeite ein bisschen. Das heißt, ich beantworte E-Mails. Dann werde ich heute noch ein Video hochladen und das für euch alles einstellen. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten machen. Dann muss ich noch etwas für Instagram machen. So, ich bin jetzt soweit fertig. Natürlich ist noch nicht alles erledigt. Den Rest werde ich dann heute Abend erledigen, wenn die Kinder schlafen. Das habt ihr ja schon des Öfteren mal gesehen in meinen Videos. Also, dass ich dann das immer so über den Tag verteile. Das geht natürlich auch nicht anders, denn mit drei Kindern ist es oftmals stressig und da ist immer viel zu tun. Ich denke, das wisst ihr auch. Gerade wenn man selbst Mama ist, hat man eine lange Liste, die einen den ganzen Tag beschäftigt. Also sei es Wäsche waschen, Haushalt machen, kochen, einkaufen und ja, Kinder betreuen natürlich. Und bei mir kommt dann halt noch on top Social Media. Und das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig. Und da kann es auch mal sein, dass das eine oder andere liegen bleibt. Es gab auch schon oft die Fragen, wie ich das schaffe. Bei mir ist es halt so, dass ich das gut time. Also ich schreibe mir das in dem Kalender ein, in meiner App. Die heißt Calendars, die zeige ich euch gleich mal. Und da notiere ich mir wirklich alle Termine. Also sei es zum Beispiel, wenn ich irgendwas posten muss oder wenn ich zum Beispiel einen Termin habe beim Arzt etc. Also natürlich auch fortlaufende Termine und muss nicht immer meinen Kalender mit mir rumschleppen. Mein Handy erinnert mich sogar daran. Aber letztens ist mir auch passiert, dass ich etwas vergessen habe, und zwar etwas sehr Wichtiges, und darauf möchte ich euch heute aufmerksam machen. Und ich war letztens selber schockiert darüber. Ich war nämlich beim Arzt mit Ella und habe dann auch noch die anderen U-Hefte der Kinder mitgenommen und habe die Krankenschwestern vorne gebeten, doch mal durchzuschauen, ob alles ausgefüllt ist, ob alles korrekt ist, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Denn das passiert
Eigentlich nicht. Also mir ist es bis jetzt noch nicht passiert, aber ich habe tatsächlich eine Impfdosis vergessen bei Elias. Die war schon super überfällig und da dachte ich mir, diese Kooperation ist so perfekt dafür. Also wie gesagt, mir ist es selber passiert. Jetzt kommt die Sonne raus und ich wollte euch jetzt gerne darauf aufmerksam machen, denn es ist eben so, dass der Impfschutz nicht gegeben ist, wenn die letzte Impfung fehlt. Und das ist zum Beispiel bei der Pneumokokkenimpfung so. Man impft dann die Kinder dreimal und die letzte wird eben oft vergessen. Das ist eben nicht so gut, weil dann nämlich der Impfschutz nicht vollständig vorhanden ist. Es gibt eben wichtige Impfungen, die Kinder brauchen, zum Beispiel diese Sechsfachimpfung oder diese Pneumokokkenimpfung. Und da kann man auch mal in diesen Impfausweis gucken, ob das vollständig ist und dann natürlich auch nachträglich Termine noch beim Arzt machen. Also ich bin ein absoluter Impfbefürworter und ich kann das auch mit gutem Gewissen sagen. Und diese Pneumokokkenimpfung, die wird die letzte zumindest, die wird im 11. Lebensmonat gegeben. Also falls ihr das vielleicht vergessen habt, könnt ihr dort gerne mal in eurem Impfausweis nachschauen. So sieht jetzt meine App aus. Ihr habt natürlich auch eine Wochen- und Monatsübersicht, je nachdem, wie ihr das handhaben wollt. Es gibt verschiedene Farben und dann könnt ihr dort Termine eintragen, also auch fortlaufende Termine. Ich bin auch komplett weg von diesen physischen Kalendern. Also ich nutze tatsächlich nur noch mein Handy, weil ich das auch immer dabei habe. Den Kalender habe ich auch öfters mal vergessen und der erinnert mich eben auch nicht jetzt mit einem Ton daran, dass ich zum Beispiel in 2 Tagen einen Termin habe. Ich werde euch auf jeden Fall noch unten ein paar Links reinsetzen. Wenn ihr euch dort noch weiterhin informieren möchtet, könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Ella ist erwacht. Ich werde jetzt wieder zu ihr gehen. Also ihr seht, die Zeit geht so schnell rum und werde dann noch Mittagessen kochen und dann hole ich Elias ab. Elias ist nämlich heute mit einem Freund verabredet. Da muss ich ihn auch noch hinfahren. Szenenwechsel. Ich bin gerade dabei zu kochen. Muss mich ein bisschen beeilen, denn ich muss Elias abholen. Heute gibt es ja Weißkohl mit gehackte und dazu Kartoffeln. Das hat mir gestern nämlich meine Freundin nicht empfohlen, aber sie hat mich damit angesteckt, das zu machen. Und die Kartoffeln habe ich schon geschält. Jetzt schneide ich noch eine Zwiebel, den Weißkohl. Und ich lasse euch einfach mit der Kamera mitlaufen, denn jetzt habe ich leider keine Zeit. An. Wir holen jetzt Elias ab von der Schule. Das Essen haben wir jetzt noch nicht gegessen. Das lasse ich jetzt hier noch stehen. Das habe ich natürlich runtergenommen vom Herd. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Ich habe Elias abgeliefert und jetzt gibt es Mittagessen. Ich zeige euch gleich mal unseren Schichtkohl oder Losenkohl. Und schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Wenn ihr wollt, kann ich euch das Rezept unten auch mal in die Infobox schreiben oder in die Kommentare. Felix hat schon wieder Alexa angemacht. So sieht das jetzt in der Pfanne aus mit dem Gehacktes. Das wird alles angebraten und dann noch mit saurer Sahne abgelöscht und natürlich mit Wasser, Zwiebeln etc. Und so sieht das Ganze jetzt auf dem Teller aus. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Vorsicht! Ich bin jetzt in den Baum gefahren, weil dort unten ihr kleines Füßchen auch manchmal draufsteht. Und jetzt sind die beiden hier gelandet. Also ich filme jetzt hier gerade mit dem Handy, wie man sieht. Wir waren jetzt noch kurz spazieren, sind jetzt noch unten im Garten. Ich war ja schon die letzten Tage sehr selten draußen und es ist richtig angenehm. Man merkt richtig, wie man da so runterfährt, wenn man immer so viel zu tun hat durch diese Renovierung, war es ja doch nochmal eine zusätzliche Belastung, die dazugekommen ist. Im Alltag und es ist ja noch nicht vorbei. Ich muss gerade so lachen. Jetzt ist es bereits schon etwas später, also wir sehen jetzt schon, es ist dunkel. Elias ist jetzt auch wieder zurück. Wir kontrollieren jetzt zusammen die Hausaufgaben und in der Zeit macht der Papa das Abendbrot. Heute gibt es russisches Brot. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ist so lecker. Ich freue mich jetzt richtig darauf. Also die hat er ja schon im Hort gemacht, aber wir gucken uns das nochmal gemeinsam an und dann lesen wir auch. Und abends, entweder liest er das alleine oder wir lesen zusammen. Also Apfeleis und Orangeneis.
Das ist vom Sachunterricht das Lehrbuch. Hab ich und daraus schon gelesen. Liest er jetzt was vor, was er sich schon mal durchlesen wollte. Ein bisschen wie ein Lexikon, oder? Ist auch ein bisschen sowas wie das hier. Dieses Lexikon, das kannst du dir auch angucken. Dieses ist zwar Kindergartenlexikon, aber es ist trotzdem auf jeden Fall noch geeignet. Das gibt es auch für die Grundschule. Ja, sein Zahn ist raus. Auf jeden Fall, er hat das Bild hier noch gemalt. Das sind kleine Monster, das sieht total süß aus. Würde auch hier perfekt hinpassen. Ich finde ja sowas mal niedlich, wenn sowas eingerahmt im Kinderzimmer ist. Leider Gottes habe ich jetzt keinen Bilderrahmen, der diese Größe umfasst. Deswegen entweder werden wir das an die Pinnwand heften, wenn die ihren Platz gefunden hat. Ansonsten kommt es in den Ordner wach von deinen Zeichnungen. Ich werde jetzt den Kindern noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Ich nehme mal die. Hier? Du bist was. Okay, heute lesen wir Die kleine Spinne widerlich. Wundervolle Winterzeit. Erwachte morgens in ihrem Netz und ist ganz aufgeregt. Juhu, juhu, es hat geschneit, ruft sie voller Freude. Schau mal, Mini-Spinni, draußen sieht es aus, als wäre alles voller Puderzucker. So, ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht auf dem Sessel. Ich habe eben noch, habt ihr wahrscheinlich gesehen, einen Brief geschrieben von der Zahnfee für Elias für seinen verlorenen Zahn. Dazu kommt dann noch ein bisschen Kleingeld und würde sich morgen früh darüber freuen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die Kooperation. Ich werde das Video jetzt beenden. Ihr habt einen schönen Ablauf gesehen unseres Tages, wieder vollgepackt mit tollen Sachen. Ich werde jetzt noch ein paar Videos schneiden, E-Mails beantworten und dann sehen wir uns sicherlich in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Passt auf euch auf und wir sehen uns bis dahin. Tschüss!